Jo, Freunde, ich bin ein bisschen am Arsch, weil ich habe jetzt für 2 Wochen oder fast 2 Wochen habe ich Videos vorproduziert und das habe ich jetzt geschafft. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Hier seht ihr, was alles so auf geplant ist und ich weiß nicht, lesen könnt ihr es wahrscheinlich eh nicht, aber da kommen auf jeden Fall eine Menge. Habt ihr das überhaupt gesehen? Ja, oder? Ne, ja, doch. Es kommen auf jeden Fall eine Menge Videos auf euch zu. Was heißt eine Menge? Weniger als sonst. Ich bin in, sozusagen, bin ich in der Sommerpause. Also Sims fällt flach. Sims kommt die Wochen oder die 2 Wochen gar nicht, weil ich das einfach nicht geschafft habe. Es kommt kein Empire. Das haben aber hoffentlich alle Empire-Zuschauer mitgekriegt. Lucky Block ist einfach zu produzieren und damit ich wenigstens Videos bringe, kommen jeden Tag 2 Lucky Block Videos. Eins ist ein Lucky Block Battle, ne? Das kennt ihr ja von mir. Und dann ist eins ein Singleplayer Lucky Block Format. Das seht ihr oder habt ihr heute schon gesehen. Das weiß ich noch nicht, wann das Video kommt. Ich mache mich jetzt aber so langsam mal auf den Weg Richtung Köln. Also wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich wahrscheinlich schon in Köln. Und ja, ich bin jetzt noch bei mir hier zu Hause. Schneide hier gerade das Unboxing, was gestern online gekommen sein sollte. Geh online. Geh, mach. So, ja, hier gerade noch an meinem MacBook damit zu arbeiten, wenn du die ganze Zeit an dem PC da hinten schneidest oder so. Und dann da umsteigen auf Apple. Leute, das ist sau schwierig. Aber das macht überhaupt nichts, weil, ja, ich krieg das irgendwie hin. So, was ist jetzt der Plan für das heutige Video? Ihr seht heute, was seht ihr heute? Ja, ihr seht heute, was ich am Sonntag gemacht habe. Also heute ist Montag. Gut. Ich werde jetzt noch packen, mein ganzes Zeug packen, das Video da irgendwie versuchen fertig zu kriegen. Und dann fahre ich zu meinen Eltern. Dort stelle ich mein Auto ab und morgen fährt mich mein Vater zum Bahnhof nach Karlsruhe. Und von dort aus fahre ich dann nach Köln. Und jetzt darf ich erstmal anfangen mit packen, weil ich glaube, das Video, das Unboxing, das schneide ich bei meinen Eltern, glaube ich, weil das mir jetzt gerade ein bisschen zu anstrengend ist. Aber okay, legen wir los. Wunderbaren Koffer hier gepackt habe. Ich darf meine Unterlagen logischerweise nicht vergessen. Hier Bahnfahrt und Presseticket und so weiter. Ich muss den Schrank da noch zumachen, weil ja, jetzt ist es so langsam soweit. Ich werde meine Wohnung verlassen für 2 Wochen. Eine Woche bin ich ja in Köln und eine Woche bin ich dann in Lissabon im Urlaub. Und ich habe es übrigens geschafft, es noch hier zu schneiden, das Video. Hier rendert jetzt noch 6 Minuten. Und der macht komische Geräusche. Ich darf jetzt so langsam meinen Haupt-PC ausschalten für 2 Wochen. Das wird schon heftig. Mein Guter, ne? Unsere letzte Zeit ist zusammen. Herunterfahren. Tschüss! Computer, mach's gut. Auf eine wunderbare Zeit. Und da werde ich jetzt das Rendern kurz einfach noch durchlaufen lassen. Und ich mache mich jetzt dann so langsam halt auf den Weg. Es nervt mich total mit den Lichtverhältnissen. Ich muss mich da irgendwie noch halt dran machen. Übrigens, ich bin halt kein Vlog-König wie Dena oder sonst irgendwer. Das heißt, Professionalität, was das Filmen und was das Schneiden angeht, geht hier Richtung Null. Aber muss ich jetzt einfach sagen, ich will euch einfach auf dem Laufenden halten, was bei mir so geht, jetzt die 2 Wochen. Deswegen hoffe ich, euch gefallen die kleinen Vlogs und ja. So, ich habe mich jetzt noch dazu entschieden, dass ich einen Rucksack mitnehme. Hier, da, so Rucksack. Und wir müssen noch ganz wichtig, wir müssen noch Alexa Tschüss sagen. Tschüss!
Das weiß ich leider nicht. Alexa, tschüss. Tschüss, bis nachher. Nein, bis in 2 Wochen. So, okay, das hätten wir geklärt. Alexa, habe ich tschüss gesagt. Jetzt, ich habe das Video jetzt doch noch, also es ist gerendert, jetzt muss ich noch hochladen. Das ist auch gleich hochgeladen, das ist wunderbar. Und ja, ich glaube, jetzt habe ich alles, mein Laptop kommt da rein dann. Mein PC ist aus. Ich glaube, ich habe so gut wie alles. Ich habe ein Ladekabel für die Kamera. Ich habe... ich hasse es zu verreisen. Vor allem mit so viel Zeug. Oh Mann, das wird... Das ist... Ja, genau. Im Auto und es kann losgehen. Jetzt nicht wundern, kleiner Zeitsprung hier. Es ist schon 23.30 Uhr, wie ihr sehen könnt. Ich bin bei meinen Eltern und habe da jetzt zu Abend gegessen. Ja, schon seit Ewigkeiten auf jeden Fall. Wir haben noch einen Film geguckt. Ich schlafe jetzt hier in meinem alten Kinderzimmer. Vor 2 Jahren stand hier noch mein PC. Jetzt steht da das Bügelbrett, also ich hatte, früher war das hier mein Aufnahmezimmer und ich habe noch ein anderes Zimmer gehabt, aber das war das Zimmer, als wir hierher gezogen sind. Da hat mein Vater dann noch so witzige Chip und Chap hingemalt und das hier hängt auch schon seit Ewigkeiten da und da ist von König der Löwen, das ist ein richtig cooles Gemälde, da steht das Sofa und ja, ich habe hier noch, da steht noch ein Fernseher für meine Mutter. Da schlafe ich jetzt heute Nacht. Ich werde jetzt allerdings dieses Video hier einfach mal noch schneiden. Ich will versuchen, wie gesagt Leute, ich will es einfach versuchen, jeden Tag was hochzuladen von Köln. Und wenn ich da einen Rhythmus drin habe, will ich es dann auch noch versuchen von Lissabon, wenn ich in Lissabon bin. Ja, wird, denke ich, dann wenig Urlaub für mich. Also ich versuche es so minimal wie möglich zu halten. Aber ich habe Spaß dran, das zu machen und ich versuche trotzdem meinen Urlaub zu genießen. Deswegen, Leute, ich mache das jetzt noch. Ihr seht dann das Video und am Schluss jetzt noch ganz kleine Informationen. Es ist Sommerpause sozusagen auf meinem Kanal. Deswegen fällt Sims 4 komplett flach. Also das kommt überhaupt nicht. Genauso wie Empire. Dafür kommen 2 Videos am Tag. Ich glaube, 3-mal kommen auch 3 Videos. Plus diese Vlogs, wenn ich es schaffe. Ne? Das ist Voraussetzung. Müsst ihr mir die Daumen drücken, dass ich das schaffe. Dann habt ihr fast 4 Videos am Tag. Und dann ist alles okay. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr das Video seht. Und ja, bis dann.